Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Es gibt ein neues Event. Batsch. Auf jeden Fall ist aber auch Sternenstaub Dienstag bei mir. Ihr kennt es ja vielleicht. Für die einen oder anderen ist das kein neuer. Ist das nichts Neues? Dienstags habe ich meinen 7. Serienfang und da benutze ich gerne ein Sternstück, um Sternenstaub zu sammeln und mein Stapel leer zu räumen, weil der Stapel ist dann die einzige Möglichkeit, dann wirklich in der halben Stunde wirklich viele Pokémon zu fangen. Und das Coole ist auch, wenn da dort auch eine Weiterentwicklung drin ist, wie zum Beispiel Voltenso gibt es aktuell, zum Beispiel in den Feldforschungen. Dann habe ich auch noch einen PvP-Kampf hier mit dem Christian gemacht. Und wollte dann auch mal sehen, ne? Der Sternstaub wird ja wahrscheinlich auch erhöht beim PvP-Kampf. Und ja, das stimmt. Das sieht man dann auch hier. Dann gleich. Und ja, so wie ich es hier zeige, so sollte man das eventuell auch an dem Tag durchführen, wenn der C-Day ist. Am 16. Februar ist Quiekel C-Day. Und da kann man dann, da kriegt man ja 5 Sinnoh-Steine garantiert. Und da sollte man dann vielleicht auch schauen, dass man die Kämpfe dann einfach mal schnell durchspammt, so wie hier. Das geht dann relativ flott. Nur das Pokémon-Wechseln dauert am längsten. Da wäre es cool, wenn es automatisch gehen würde. Aber ja, man muss halt eine gewisse Zeit warten. Ja, das neue Event, das Mondneujahr. Weil im chinesischen Raum wird jetzt erst das neue Jahr gefeiert, weil das Tier im chinesischen Kalender wechselt. Und es ist jetzt das Jahr des Schweines im chinesischen Raum. Und das Event geht 9 Tage lang bis zum 13. Februar, 22 Uhr unserer Zeit. Es gibt doppelte Erfahrungspunkte fürs Fangen und Entwickeln. Oh, interessant. Also da könnte man tatsächlich vielleicht nochmal schauen, was man denn so alles an neuen Pokédex-Einträgen hat. Ich werde jetzt hier auch gleich eins fangen, nur halt ohne Glücksei. Ich muss mal gucken, ich habe bestimmt noch ein paar, einige Pokédex-Einträge, die ich mir durch Entwickeln besorgen kann. Und dann könnte ich vielleicht auch noch ein Glücksei anschmeißen. So zur Erinnerung für die alten Zeiten. Weil, klar, Freundschaften schließen mit Glücksei ist am effektivsten. Da reichen zum Teil sogar schon 1 oder 2 Freundschaften mit einem Glücksei, um effektiver zu sein als eine Entwicklungssession. Aber gut. Es gibt viele unterschiedliche Pokémon in der Wildnis, die alle Tiere des chinesischen Kalenders darstellen sollen. Also welche Pokémon sind es? Radfatz, Rattan, Mankey, Ponyta, Electek, Dratini, Voltilam, Miltank, Flamely, Pfiffchen, Spoink und Haspiror. Im chinesischen Kalender gibt es dazu dann folgende Tiere, genau in derselben Reihenfolge wie gerade die Pokémon. Also Radfatz Ratte, Rattan Schlange, Mankey Affe, Ponyta Pferd, Electek, habe ich sehr lange überlegt, wird Tiger sein, Dratini Drache, Voltilam, es gibt kein Schaf, aber es gibt eine Ziege. Ja, auch eine sehr interessante, aber ich glaube, es gibt in den Generationen 1 bis 4 keine Ziege. Und daher blieb Niantic nichts anderes übrig, als Voltilam zu nehmen. Auch Ochse und Miltank finde ich jetzt auch eine Mischung, die jetzt nicht ganz so gut gelungen ist. Flamely und Hahn passt ganz gut zusammen. Pfiffchen und Hund, Spoink und Schwein. Wurde ja von Anfang an schon vermutet, dass Spoink als Shiny kommt. Ach ja, Spoink als Shiny, genau. Und Haspiror und Hase natürlich. Passt ja wunderbar. Ich finde, es sind ein bisschen viele Pokémon und wenn man sich den Tracker jetzt zum Beispiel hier im Gameplay ansieht oder angesehen habt, dann sind die Event-Pokémon doch relativ nicht ganz so häufig. Also nicht zu 100%, sondern nur so ein Teil.
Was ich aber schade finde. Ich finde es toll, dass sie Dratini reingenommen haben. Dass Dratini da ist. Auch Voltilam finde ich ganz toll. Und Dratini finde ich super, weil aktuell haben wir Palkia und gegen Palkia ist Drache effektiv. Und viele haben einfach nicht genug Drachen und da ist Dratini ja dann doch perfekt für dieses Event. Aber das war noch nicht alles, also es gibt nicht nur doppelte Erfahrungspunkte und sonst nichts. Nein, es gibt tatsächlich noch eine Sache, noch ein Bonus und zwar die Chance auf Lucky beim Tauschen ist erhöht. Steht zumindest da in der Eventbeschreibung. Ich bin echt mega gespannt, wie hoch. Eventuell kann ich was vorbereiten, dass ich heute Abend einen Livestream mit Tauschen vorführen kann, um euch zu zeigen, wie hoch die Chance ist, ob es sich lohnt, sich da nochmal reinzuknien, um Sachen zu entwickeln. Je nachdem, wie gut der Chat läuft, können wir auch ein Quiz machen. Wir werden sehen, wie das klappt. Ich habe übrigens meinen Stapel nicht leer bekommen. Habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt. Aber trotzdem, ich finde es echt krass, dass ich so viele Pokémon gesammelt habe. Aber ich finde auch, dieser Januar und Februar ist der beste Monat für Feldforschungen. Also ich bin gespannt, was in März kommen wird und ob sie es ungefähr gleich halten, dass so viele Pokémon-Begegnungen, erstens die Menge ist ja auch ein bisschen mehr und auch die Pokémon, die sie zur Auswahl haben, ist nicht schlecht. Klar, Vulpix, naja. Aber desto mehr Pokémon wir in Shiny zur Verfügung haben, desto interessanter werden auch die Feldforschungen meiner Meinung nach. Ich habe mit meinem Sternenstück dieses Mal 13.012 Sternenstaub gesammelt. Fragt mich bitte nicht, wo diese 12 herkommen, aber ist anscheinend so. Letzte Woche habe ich keinen Sternstaub-Dienstag durchgeführt, aber die Woche davor. Aber ich weiß jetzt leider nicht, wie viel Sternstaub ich da gemacht habe. Ich denke aber, dass es dort weniger war. Ich habe mir auch diesmal etwas mehr Mühe gegeben bei dem Stapel. Ich habe den Stapel komplett mit Fangtrick versucht durchzurocken und ja, nicht geschafft. Trotz allem. Und zum Teil ist fast jedes Pokémon mit einem einzigen Ball drin geblieben. Was bei Level 15er Pokémon relativ einfach ist, sieht man an den Legendären, wenn man einen Feldforschungsdurchbruch hat. Ich hoffe, ich kann ein paar starke Dratini fangen, diese dann weiterentwickeln und dann mit den Kollegen tauschen, die öfters mit mir Palkia machen, weil ein Palkia zu dritt schaffen wir aktuell nicht. Aber es hat nicht mehr viel gefehlt, kann ich euch morgen zeigen. Ich habe es auf jeden Fall aufgenommen, nur hat es jetzt halt heute nicht reingepasst, weil neues Event und Sternstaub-Dienstag. Die aktuelle Aktivität bei den Raids finde ich echt interessant. Bei uns war gestern Abend 2 Palkia Raids. Ich konnte aber nur an einem teilnehmen und dennoch beim zweiten Raid waren 15 Accounts dabei. Wow, also schon sehr, sehr viel. Also noch krasser wäre natürlich, wenn wir uns sogar aufteilen müssen, weil die Gruppe zu groß ist, also 20. Ne? Man kann ja nur maximal mit 20 Leuten gemeinsam kämpfen. Und es geht sehr schnell down natürlich, auch wenn hier Lugia zum Beispiel zum Angreifen benutzt wurde. Könnte aber auch irgendein Zweitaccount sein, logischerweise. Natürlich werden auch viele Palkias vorgeschlagen. Und blöderweise bei der automatischen Auswahl ist halt immer wieder traurig, dass zum Teil die 3000 WP-Pokémon nicht ausgewählt werden. Und deswegen schaut zu, dass ihr euer Team selbst aufbaut. Dafür gibt es die Teams, die man vorher aufbauen kann. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Also geht in euren Pokémon-Beutel und scrollt mal nach links. Dort könnt ihr eure Teams zusammenbauen für unterschiedliche PvP-Ligen oder auch für Raids. Und dafür sind sie gedacht und das ist wichtig. 6 Sonderbonbons, nice, nice, nice. Leider keine Lade-TM, das wäre jetzt schön gewesen, noch eine Lade-TM noch dazu. Ja, und dann geht es ran ans Fangen.
Ich weiß jetzt hundertprozentig genau, wo ich hinwerfen muss. Ich weiß ganz genau, wo ich hinwerfen muss, wirklich. Ich habe es jetzt mittlerweile voll durchgeblickt. Aber das Problem ist erstens, meine Displayfolie ist ja nicht mehr die neueste. Die hat jetzt schon, ich weiß nicht, 1,5 Jahre hinter sich oder so. Das ist eine matte Folie und eine matte Folie verliert irgendwann ihre Mattheit, wenn man zu viel drauf rumkratzt, sage ich jetzt mal, ja. Ich bin mir nicht sicher. Also meine Finger sind normalerweise nicht so rau, aber anscheinend reicht auch normal mit dem Finger. Ich denke auch durch die Handschuhe und so, das kann das auch viel gekommen sein. Auf jeden Fall, das Gute ist, neue Folie ist bestellt. Ich hoffe, sie kommt heute und dass ich sie bald austauschen kann. Dann denke ich, werden die Würfe auf Palkia besser. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut in der Videobeschreibung vorbei und bis zum nächsten Mal.